EAPO Productions liest Märchen aus 1001 Nacht. Heute die Streiche des Ägypters Ali. Sali, der Polizeipräfekt von Kahira, der 40 Agenten zu seiner Verfügung hatte, gab sich alle mögliche Mühe, um seine habhaft zu werden, aber vergebens. Er erhielt deshalb auch den Beinamen Quecksilber, weil er, so oft man ihn zu haschen glaubte, wieder entrann. Eines Tages, als er sehr verstimmt war, ging er, um sich zu erheitern, in ein Weinhaus, ließ sich ein besonderes Zimmer geben und trank so viel Wein, bis er ihm in den Kopf stieg. Dann ging er wieder auf die Straße. Da kam ein Mann vorüber, welcher Zibebenwasser ausrief. »Komm her«, rief ihm Ali zu, »und gib mir zu trinken.« Der Wasserträger füllte einen Becher voll und reichte ihn Ali, aber er goss ihn auf die Erde und forderte einen anderen Becher voll. Der Wasserträger füllte ihn wieder, aber Ali goss ihn wieder aus, ließ sich einen dritten Becher von ihm reichen und schüttete auch diesen auf die Erde. Da sagte der Wasserträger, »Wenn du nicht trinken willst, so gehe deines Weges.« Ali ließ sich noch einmal den Becher füllen, nippte ein wenig daran und gab ihn dem Wasserträger mit einem goldenen Dinar zurück. Der Wasserträger sah ihn spottend und mit unzufriedener Miene an. Da griff Ali nach seinem Dolch und sagte ihm, »Wehe dir, was spottest du meiner? Du hast mir drei Becher voll Wasser gereicht, die höchstens 3 Drachmen wert sind, und ich habe dir dafür einen Dinar geschenkt. Was willst du mehr? Ist dir je ein freigebigerer Mensch begegnet, als ich bin?« »Allerdings«, antwortete der Wasserträger, »ich kenne einen Mann, dessen Freigebigkeit nie übertroffen wird, solange Frauen Kinder gebären. Wisse nämlich, mein Vater war der Oberste der Wasserträger in Kahira und hinterließ mir bei seinem Tod 5 Kamele, ein Maultier, einen Laden und ein Haus. Aber der Arme wird selten reich, und wenn er reich ist, so stirbt er. Bald nach seinem Tod entlehnte ich 500 Dinare. Ich wollte nämlich in Mekka pilgern und von dort einige in Ägypten gangbare Waren mitbringen. Ich verlor aber auf dem Weg mein Geld und wagte es wegen meiner Schulden nicht nach Ägypten zurückzukehren. Ich schloss mich daher der syrischen Karawane an bis Haleb, und von hier ging ich nach Bagdad, fragte nach dem Obersten der Wasserträger und erzählte ihm, was mir widerfahren. Der Oberste gab mir einen Schlauch und die übrigen Gerätschaften zum Wassertragen, aber ich ging vom Morgen bis Mittag in der Stadt umher und konnte für keinen Drachmen Wasser verkaufen. Der eine sagte, ich trinke nicht, bis ich gegessen habe, der andere sagte, Gott helfe dir, und der dritte wieder etwas anderes. Gegen Mittag sah ich einen großen Zug von bewaffneten Leuten durch die Stadt reiten, dem viele Leute nachliefen. Ich war auch begierig, ihn zu sehen, und als ich fragte, was er bedeute, sagte man mir, der neue Polizeipräfekt Ahmed Dempf reitet heute zum ersten Mal mit seinen Leuten aus. Als der Zug an mir vorüberkam, hielt Ahmed Dempf sein Pferd an und rief mir zu, »Komm her, Wasserträger, ich habe Durst, gib mir zu trinken.« Ich reichte ihm einen Becher von Wasser hin, aber er goss ihn aus und forderte einen zweiten. Aber auch den zweiten stürzte er auf den Boden, gerade wie du. Als ich ihm dann auf sein Begehren den dritten reichte, schlürfte er einige Tropfen hinunter und fragte mich, wo ich her sei. Ich antwortete, aus Kahira. Und da rief er, Gott segne die Bewohner Ägyptens. Wie kamst du aber hierher? Und da erzählte ich ihm die Ursache meiner Entfernung aus der Heimat und gab ihm zu verstehen, dass meine Lage nicht die allerbeste wäre. Er griff in seine Tasche, holte 5 Dinare heraus und schenkte sie mir. Dann sagte er zu seinen Leuten, »Schenke zu Ehren Gottes diesem Mann etwas.« Dann schenkte mir ein jeder einen Dinar. Und beim Wegreiten sagte mir Ahmed noch, »Gib mir nur zu trinken, so oft du mir begegnest. Du sollst jedes Mal so viel von mir erhalten.« In kurzer Zeit erhielt ich nun 1000 Dinare, teils von ihm selbst, teils von seinen Leuten und den anderen, die mich als seinen Günstling beschenkten. Als ich diese Summe beisammen hatte, ging ich zu ihm, küsste ihm die Hand und sagte ihm, es reist in diesen Tagen eine Karawane nach Kahira. Erlaube mir, mich ihr anzuschließen, um meine Familie wiederzusehen. Da schenkte er mir 100 Dinare und ein Maultier und sagte, ich gebe dir auch einen Brief an Ali Quecksilber nach Kahira mit und bitte dich, wenn du den Brief abgibst, ihn von seinem ehemaligen Meister zu grüßen. Sobald er den Brief geschrieben hatte, nahm ich Abschied von ihm und reiste hierher, bezahlte meine Schulden und wurde wieder Wasserträger.
Den Brief an Ali trage ich aber immer noch bei mir, denn ich weiß nicht, wo er wohnt, und niemand kann es mir sagen. »Freue dich, Wasserträger«, rief Ali. »Ich bin Ali Quecksilber. Gib mir den Brief.« Der Wasserträger zog den Brief aus seiner Tasche und überreichte ihn Ali. Als er ihn öffnete, fand er zuerst folgenden Vers darin. »Ich schreibe dir, Zierde der Edlen, auf einem Blatt, das mit dem Wind zu dir gelangt. Hätte ich Flügel, ich würde ihm selbst noch zuvorkommen. Wie kann man aber mit abgestutzten Flügeln fliegen?« Und dann stand im Brief: »Den schönsten Gruß vom Polizeipräfekten Ahmed Denf an den besten seiner Zöglinge, den Kahiraner Ali Quecksilber. Wisse, dass ich durch meine Gaunerstreiche in Kahira sowohl als später hier so berühmt geworden bin, dass der Fürst der Gläubigen mich zum Polizeipräfekten von Bagdad ernannt hat. Ist die Freundschaft, welche uns verband, noch dieselbe in deinem Herzen, so komm hierher. Es wird dir bald gelingen, dich hervorzutun und ein ansehnliches Amt an der Polizei zu erhalten. Das ist der Zweck dieses Schreibens. Friede sei mit dir.« Als Ali diesen Brief gelesen hatte, küsste er ihn, legte ihn unter seinen Turban und schenkte dem Wasserträger noch 10 Dinare. Dann ging er zu seinen Freunden, nahm Abschied von ihnen und versprach ihnen, dass er auch in der Ferne sich ihrer annehmen wollte, steckte eine kleine Büchse zu sich, welche ein sehr langes, auseinandergelegtes Schwert enthielt, und suchte auch eine Karawane auf, welche nach Syrien reiste. Da hörte er, dass eine große Karawane, bei der sich auch der oberste der Kaufleute Kahiras befände, schon außerhalb der Stadt lagere und zum Aufbruch bereit sei. Er verließ schnell die Stadt und fand alles schon zum Abmarsch bereit. Nur der oberste der Kaufleute hatte seine Waren noch nicht aufgepackt, und vergebens bat er die Kameltreiber, ihm zu helfen. Als Ali dies sah, näherte er sich ihm, grüßte ihn und fragte ihn, wie es käme, dass er keine Gehilfen und keinen Diener mitgenommen habe, zu so vielen Mauleseln mit Waren beladen. »Ich hatte 2 Jungen bei mir«, antwortete der Oberste, »die ich kleidete und denen ich noch Geld in die Tasche gab. Aber sobald wir vor der Stadt waren, entflohen sie, und nun befinde ich mich allein.« Als Ali dies hörte, sagte er, »Ich will dein Gehilfe sein«, und fing sogleich an, die Maulesel mit den auf der Erde herumliegenden Waren zu beladen. Der Kaufmann gewann ihn deshalb sehr lieb und teilte mit ihm allen Mundvorrat, den er bei sich hatte. Die Karawane setzte glücklich ihren Weg fort, bis sie an den Löwenwald kam. Dort hauste ein Löwe, der jede Karawane anfiel und sehr oft einen Menschen fraß. Es wurde gewöhnlich unter den Kaufleuten gelost, wer vorangehen und sich dem Löwen hingeben müsse, um die übrigen zu retten. Das Los fiel dieses Mal auf den Obersten der Kaufleute, der so ängstlich und bestürzt darüber war, dass er schon sein Testament machte. »Warum seid ihr so verzweifelt?« fragte Ali, und als man ihm von dem Vorfall unterrichtete, sagte er, »Flieht ihr vor einer Landkatze? Ich will den Löwen töten.« Als der Karawanenführer dies dem Kaufmann meldete, erbot er sich, Ali 1000 Dinare zu geben, und auch die übrigen Kaufleute verhießen ihm Geschenke. Ali zog sein Oberkleid aus und stand in stählerner Rüstung da. Da öffnete er seine Büchse, zog seine Klinge heraus, setzte sie zusammen und versetzte dem Löwen, der bald darauf aus dem Wald gesprungen kam, einen Hieb zwischen die Augen, der ihm den ganzen Kopf entzwei spaltete. Als der Oberste der Kaufleute dies sah, umarmte und küßte er Ali und gab ihm die 1000 Dinare. Auch die übrigen Kaufleute schenkten ihm jeder 20 Dinare. Am folgenden Tag kamen sie ins Hundstal, wo ein Beduine mit seiner Räuberbande sich aufhielt, der schon manche Karawane ausgeplündert hatte. Auch dieses Mal zeigte er sich wieder im Begriff, die Karawane zu überfallen. Manche Kaufleute entflohen. Der Oberste schrie, »Weh mir, mein ganzes Vermögen ist dahin!« Da trat Ali hervor und forderte den Beduinen, welcher die Räuberbande anführte, zu einem Zweikampf heraus. Als der Beduine aber zu ihm heransprengte, zog er schnell den Panzer an, daran viele Schellen hingen, so daß das Pferd des Beduinen scheu wurde und umkehrte. Diesen Augenblick benutzte Ali und stieß dem Beduinen eine Lanze in den Nacken, die ihn tödlich verwundete. Sobald der Anführer tot war, entflohen alle seine Leute. Ali steckte dann den Schädel des Beduinen auf seine Lanze,
und die Karawane setzte ungehindert ihren Weg bis Bagdad fort. Hier nahm Ali Abschied von dem Obersten der Kaufleute und bat ihn, das Geld, das ihm auf der Reise geschenkt worden, seinen Kameraden in Kahira zu geben. Ali erkundigte sich jetzt nach der Wohnung Ahmed Demfs, aber niemand wollte ihn hinführen. Da sah er Kinder auf der Straße vor einem Zuckerbäckerladen spielen und dachte, eines von diesen wird mir wohl für ein Stück Zucker Ahmeds Wohnung zeigen. Er ging in den Laden und kaufte einige Süßigkeiten, zeigte sie den Kindern und fragte sie, wer ihm Ahmed Demfs Haus zeigen wolle. Einer der Knaben, welcher Ahmed Lakit hieß und Zeynebs Neffe war, trieb seine Spielkameraden zurück und sagte zu Ali, »Folge mir nur, bis ich ein Steinchen an eine Tür werfe. Da ist Ahmeds Haus.« Ali ging hinter ihm her und klopfte an die Türe, gegen welche der Knabe ein Steinchen warf. Sobald Ahmed Denf es hörte, rief er seinem Diener, »Öffne schnell, Ali Quecksilber steht vor der Türe. Ich kenne sein Klopfen.« Ahmed nahm Ali sehr freundschaftlich auf, schenkte ihm ein Kleid, wie es seine 40 Agenten trugen, und erbot sich, ihn dem Kalifen vorzustellen, damit er ihm ein Gehalt aussetze. »Damit hat es noch Zeit«, erwiderte Ali. »Ich will einmal zuerst mich in Bagdad umsehen und auf irgendeine Weise hervortun.« »Sei aber nur behutsam«, versetzte Ahmed. »Bagdad ist kein Kahira. Bagdad ist die Residenz des Kalifen, der Sammelplatz aller Gauner und Spione, die hier gleichsam wie Gras aus der Erde hervorwachsen. Ich rate dir sogar, an den ersten Tagen gar nicht rauszugehen.« Ali blieb nun 3 Tage bei Ahmed. Am 4. Tag hatte er Lust auszugehen, denn er war nicht gewöhnt daran, so lange zu Hause zu bleiben und fühlte sich daher sehr beklommen. Als er auf der Straße war, sah er 40 bewaffnete Sklaven vorübergehen, und hinter ihnen ritt die Gaunerin Dalila auf einem Maulesel mit vergoldetem Helm und stählernem Panzer. Sie kam eben vom Divan des Kalifen und begab sich in ihren Schan. Als sie Quecksilber sah, fiel er ihr auf, denn er hatte viel Ähnlichkeit mit Ahmed Denf, und die Gewandtheit und Tapferkeit leuchteten aus seinem Gesicht hervor. Sobald Dalila in den Chan kam, holte sie ihr Sandbrett hervor, schrieb allerlei Namen hinein, bis sie endlich durch verschiedene Zauberkünste den Namen Ali Quecksilber herausbrachte, der ihr aus Ahmeds Erzählungen schon bekannt war. Zugleich sah sie aber auch im Sand, dass sein Glücksstern heller leuchtete als der ihrige und der Seinabs. »Was hast du gesehen?« fragte Seinab ihre Mutter. »Ich habe heute einen jungen Mann auf der Straße gesehen«, antwortete Dalila, »der mir wegen seiner Ähnlichkeit mit Ahmed Denf so sehr auffiel, dass ich begierig war zu wissen, wer er ist. Nun habe ich herausgebracht, dass er Ali Quecksilber aus Kahira ist, ein Zögling Ahmed Denfs, der gewiss seinen Meister rächen und uns einen schlimmen Streich spielen wird.« »Dem sind wir schon gewachsen«, sagte Seinab. Sie zog sogleich das schönste Kleid an, das sie hatte, ging aus und durchstreifte die Straßen Bagdads, bis sie Ali Quecksilber fand, den sie nach der Schilderung ihrer Mutter sogleich erkannte. Als sie neben ihm stand, stieß sie ihn ein wenig mit dem Arm und sagte, »Gott segne die gescheiten Leute.« »Gott erhalte deine schöne Gestalt«, sagte Ali. »Wer bist du?« »Ich bin die Tochter eines Kaufmannes«, antwortete Seinab, »und auch mein Gatte ist Kaufmann. Als ich mich zu Tisch setzen wollte, war es mir unmöglich, einen Bissen zu essen. Ich ging daher aus. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich alleine ausgehe. Nun gefällst du mir so gut, dass ich dich gerne bei Tisch an meiner Seite haben möchte. Und willst du mir folgen?« Ali sagte, »Wer ruft, dem wird geantwortet«, und ging einige Straßen weit hinter ihr her. Dann dachte er doch an die Warnung Ahmeds und an die Gefahr, in einer fremden Stadt sich mit einer verheirateten Frau in ein Verhältnis einzulassen. Er griff daher in seine Tasche, holte einen Dinar heraus, reichte ihn Seinab hin und sagte, »Nimm dies, ich kann dir jetzt nicht weiter folgen.« Aber Seinab stieß seine Hand zurück und beschwor ihn, sie nach Hause zu begleiten und sich von ihr bewirten zu lassen. Ali konnte nicht widerstehen und blieb bei ihr, als sie vor einem großen Haus mit verschlossenem Tor stillhielt. »Da«, sagte Seinab, »öffne das Tor.« »Wo ist der Schlüssel?« fragte Ali. »Den habe ich verloren«, antwortete Seinab. »Schlage nur die Tür ein.« Ali versetzte, »Das werde ich nimmermehr tun. Ich will nicht für einen Dieb gehalten werden.« Er war im Begriff, sie zu verlassen, weil sie ihm verdächtig vorkam.
Aber sie hob ihren Schleier auf und zeigte ihm ein so schönes Gesicht, dass es ihm nicht mehr möglich war, sich von ihr zu trennen. Da er indessen die Tür nicht mit Gewalt erbrechen wollte, öffnete sie das Schloss ohne Schlüssel durch die Kraft einiger heiliger Namen von der Mutter Moses und ging mit Ali in den Hof, in welchem viele Waffen umherlagen. Seinab nahm dann ihren Schleier ab und setzte sich neben Ali. Als er sie aber küssen wollte, bedeckte sie ihr Gesicht mit der Hand und bat ihn, sich bis zum Abend zu gedulden. Sie holte dann Speisen und Wein herbei, und als sie gegessen und getrunken hatten, füllte sie eine Kanne mit Wasser aus dem Brunnen, der im Hof war, und wusch ihre Hände. Darauf schlug sie sich auf die Brust und schrie, »Wehe mir, ich bin verloren!« Ali sprang zu ihr hin und fragte sie, was ihr zugestoßen. »Ich habe einen Diamantenring in den Brunnen fallen lassen«, antwortete sie, »der meinem Gatten für 500 Dinare verpfändet ist und den ich angezogen habe. Nun wende dein Gesicht nach der Tür zu, dass ich mich entkleide und in den Brunnen hinabsteige, um ihn zu suchen.« »Das lasse ich nicht zu«, rief Ali. »Bleibe da, ich steige hinunter.« Er warf sogleich seine Kleider von sich, band sich an den Eimer fest und Zainab ließ ihn langsam hinunter in den Brunnen, der sehr tief war. Als er drunten war, nahm sie seine Kleider, ging damit zu ihrer Mutter und erzählte ihr alles. Ali mußte im Brunnen bleiben, bis der Emir Hassan, Eigentümer des Hauses, welcher den ganzen Vormittag im Divan des Kalifen zuzubringen pflegte, nach Hause kam. Er wollte vor dem Mittagsgebet sich waschen und befahl seinem Diener, die Waschkanne am Brunnen zu füllen. Dieser fand aber den Eimer so schwer, dass er ihn nicht heraufziehen konnte. Er sah dann hinunter und erschrak so sehr, als er eine menschliche Gestalt darin erblickte, dass er Ali für einen Afrit, ein Gespenst, hielt, umso mehr, da er gewiß wußte, dass er beim Weggehen das Haustor geschlossen hatte und es nun offen stand, ohne dass etwas am Schloss verletzt war. Er lief daher erschrocken zu seinem Herrn und sagte ihm, »Mein Herr, ich habe einen Afrit im Brunnen gesehen.« »So rufe vier Geistliche«, sagte Hassan, »dass sie den Koran vor ihm lesen, bis er sich entfernt.« Die Geistlichen lasen lange aus dem Koran vor dem Brunnen, es wollte aber kein Afrit heraussteigen. Endlich rief Hassan seinen Stallknecht und mehrere andere Diener herbei, um den Eimer heraufzuziehen, und ihr Erstaunen war nicht gering, als Ali halbnackt aus dem Eimer heraussprang. Die Geistlichen riefen, gottlobend, »Hier ist der Afrit!« Hassan, der aber hinzutrat, sagte, »Hier ist ein Mensch wie ich und kein Afrit. Wie kamst du in diesen Brunnen?« fragte er dann Ali. »Bist du ein Dieb?« »Nein«, antwortete Ali. »Ich wollte im Tigris baden, da sank ich unter und die Strömung des Wassers trieb mich durch einen Kanal bis hierher.« »Das kann nicht sein«, sagte Hassan, »gestehe die Wahrheit.« Da erzählte ihm denn Ali, auf welche Weise er in den Brunnen gekommen, und bat ihn um einige Kleider, damit er nicht nackt nach Hause gehen müsse. Als er dann in alten Kleidern vor Ahmed Denf erschien, sagte ihm dieser, »Habe ich dich nicht vor den Streichen der hiesigen Gauner gewarnt? Hier gibt es Frauen, welche die klügsten Männer zum Besten haben.« Als Ali dann erzählte, auf welche Weise er seine Kleider verloren, sagte Ahmed, »Diesen Streich hat dir keine andere als Zainab, die Tochter der Gaunerin Dalila, Oberaufseherin des großen Schans, gespielt. Doch hast du dich nicht zu schämen, denn es ging deinem Meister mit seinen 41 auch schon einmal so mit ihr.« »Nun«, sagte Ali, »liebe ich sie noch mehr als zuvor und werde nicht eher ruhen, bis sie meine Frau wird.« »Das wird nicht so leicht sein«, versetzte Ahmed. »Reiße dich los von ihr, solange du es noch kannst.« Da sagte Hassan Schumann zu Ali, »Willst du zum Ziel gelangen, so folge meinem Rat. Du hast bis auf die Farbe die auffallendste Ähnlichkeit mit dem Koch aus dem Chan, den Dalila mit ihrer Tochter bewohnt. Nimm daher eine pecherartige schwarze Farbe und färbe dich damit. Dann geh auf den Markt, wo gewöhnlich Dalilas Koch sein Fleisch und sein Gemüse einkauft. Grüße ihn als deinen Landsmann und lade ihn zu einem Frühstück ein. Wenn er dir entgegnet, er habe so viel zu tun für die 40 Sklaven und ebenso viele Hunde, für Dalilas und Zainabs Tisch, so beschwöre ihn, wenigstens ein Glas Busa und ein Stück Braten anzunehmen, das kein Schwarzer verschmäht. Du führst ihn dann in ein dazu gemietetes Zimmer, und hat er einmal ein Glas Busa getrunken, so wird es dir leicht sein, ihn zu einem zweiten und dritten zu bereden.
Inzwischen wird er immer offener und gesprächiger, und du musst ihn über alles ausfragen, was er täglich zu besorgen hat, über die Anzahl Schüsseln, die er kochen muss, sowohl für Dalila und Zainab als für die Sklaven und Hunde, über den Platz, wo er die Küchen- und Speisemagazinschlüssel hinzulegen pflegt. Kurz über alles, was du wissen musst, um seine Stelle versehen zu können, ohne dass man den Wechsel bemerke. Hat er alles ausgeplaudert, so schenke ihm noch einmal ein und gieße einen Schlaftrunk in das Busa. Sobald es wirkt, entkleidest du ihn, ziehst seine Kleider an, steckst sein Küchenmesser in den Gürtel, nimmst den Korb mit Gemüse und Fleisch auf den Kopf, gehst damit in die Küche des Chans und kochst alles, wie es der eigentliche Koch zu tun pflegt. Du legst aber ein einschläferndes Pulver in die Speisen, und wenn Zainab schläft, so nimmst du deine und Ahmeds und seiner Leute Kleider aus ihrem Schlafzimmer, wo sie sie aufbewahrt, und gehst damit fort. Und willst du Zainab heiraten, so nimm auch ihre 40 Posttauben. Ali befolgte diesen Rat. Der Koch machte nicht viele Schwierigkeiten, ein Glas Busa anzunehmen, und er wurde darauf so redselig, dass Ali ihm alles auslockte, was er wissen wollte. Er hörte nicht nur, wie viele Gerichte er täglich zuzubereiten hatte, sondern auch noch, welche auf heute verlangt waren und welche am vorhergehenden Tag aufgetischt worden. Auch über den Platz, wo die verschiedenen Schlüssel lagen, erhielt er Auskunft. Und nun zog er sein einschläferndes Pulver hervor und mischte es in das Busa, das er dem Koch vorstellte. Dieser stürzte um, sobald er davon trank. Ali zog dann dessen Kleider an und ging mit dem Marktkorbe in den Chan. Aber Dalila erkannte Ali sogleich und rief herunter: »Geheimspitzbubenhäuptling, du hast im Sinn, in diesem Chan einen Spitzbubenstreich auszuführen?« »Was sagst du, Pförtnerin?« fragte Ali im Ton des Erstaunens. »Was hast du aus meinem Koch gemacht?« versetzte Dalila. »Hast du ihn getötet oder ihm einen Schlaftrunk beigebracht?« »Gibt es hier einen anderen Koch als mich?« entgegnete Ali. »Du lügst«, schrie ihn Dalila an. »Du bist Ali Quecksilber.« Da sagte er im Dialekt der Schwarzen: »O Pförtnerin, seit wann sind die Ägypter schwarz? Auf diese Weise kann ich nicht länger dienen.« »Gott erhalte unseren Koch«, riefen einige Sklaven Dalila zu. »Was willst du von ihm?« »Es ist nicht euer Koch«, sagte Dalila. »Wartet nur, ich komme gleich herunter, um einmal zu sehen, ob seine Schwärze natürlich ist.« Sie kam und wusch ihm den Arm, aber die Schwärze blieb, denn Hassan hatte ihm eine Salbe gegeben, welche das Wasser nicht zu vertreiben vermochte. Demungeachtet bestand Dalila auf ihrer Behauptung, bis endlich die Sklaven ihr sagten: »Lass doch den Koch unser Mittagessen zubereiten. Ist er es nicht, so wird er weder die Küche noch das Speisezimmer finden, auch wird er nicht wissen, welche Gerichte er uns heute auftischen soll.« »Nun«, sagte Dalila, »fragt ihn einmal, welche Speisen ihr gestern von ihm verlangt.« Ali sagte eine Speise nach der anderen her, nahm dann den Küchenschlüssel von dem Platze, wo er gewöhnlich lag, und ebenso den zur Speisekammer. Er erkannte ersteren, weil Federn daran klebten, und letzteren an Spuren von Fett. Den Weg nach beiden zeigte ihm überdies noch eine vor ihnen herspringende Katze. Obgleich aber Dalila dies wohl merkte, widersprach sie doch ihren Dienern nicht länger. Ali bereitete nun zuerst das Essen für Zainab und Dalila zu und mischte eine so starke Dosis einschläferndes Pulver hinein, dass sie beim ersten Bissen zusammensanken. Er reichte dann den Sklaven ebenfalls Speisen, in welche er einen Schlaftrunk mischte. In das Essen für die Hunde aber mischte er Gift, so daß er des Abends ungestört mit allen Kleidern, welche Zainab ihm und Ahmed geraubt, ja sogar mit ihren Tauben aus dem Chan gehen konnte. Als er zu Hassan kam, kochte ihm dieser ein Kräuterwasser, das ihm seine frühere Farbe wiedergab. Hierauf ging er in das Gemach, wo der Koch noch schlafend lag, hielt ihm ein Gegenmittel gegen den Schlafdruck unter die Nase, gab ihm seine Kleider wieder und seinen Korb und verließ ihn. Als einer der Bewohner des Chans bei Tagesanbruch aufstand, fand er alle Türen geöffnet, die Hunde tot, die Sklaven sowie Zainab und Dalila in tiefen Schlaf versunken. Er weckte letztere, und als sie wieder zu sich kam, fand sie ein Papierchen neben sich, auf dem geschrieben stand: »Kein anderer als der Ägypter Ali Quecksilber hat dir diesen Streich gespielt.« »Ich habe es wohl gewusst«, sagte sie zu Zainab, »dass Ali seinen Meister Ahmed rächen würde. Indessen meint er es gewiß gut mit uns, sonst hätte er uns einen weit schlimmeren Streich spielen können.« Sie schalt dann die Sklaven wegen ihres Widerspruchs und befahl ihnen, den ganzen Vorfall zu verschweigen.
kleidete sich in gewöhnliche Frauenkleider, warf ein kleines Tuch um den Hals und ging zu Ahmed Denf, bei dem auch Hassan Schumann und Ali Quecksilber waren. »Was willst du, verruchte Alte?« fragte sie Hassan. »Du hast gewiss wieder mit deinem Bruder Sureik, dem Fischer, irgendeinen schlimmen Streich vor.« »Das mag sein«, sagte Dalila, »aber dieses Mal bin ich die Angeführte. Einer deiner Leute hat uns die Posttauben gestohlen, und ich komme, sie mir wieder von dir zu erbitten.« »Die Tauben sind schon geschlachtet«, sagte Ali. »Ich wusste nicht, dass es Posttauben waren.« Dalila erschrak umso mehr, als sie dies hörte, da wirklich auf dem Tisch gebratene Tauben standen. Als sie aber daran roch, sagte sie sogleich, »Das sind nicht unsere Tauben. Die müssten nach Moschus riechen, mit dessen Körnern ich sie gefüttert habe.« »Nun«, sagte Hassan, der wohl wusste, dass andere Tauben zum Essen gekauft wurden, »gewähre Alis Bitte. Du sollst deine Tauben wiederhaben.« »Und was verlangt er von mir?« fragte Dalila. »Deine Tochter Seinab zur Gattin«, antwortete Hassan. »Ich habe keine Gewalt über sie«, versetzte Dalila. »Wenn er aber wirklich einen Gaunermut hat, so werbe er um sie bei ihrem Oheim, dem Fischer Sureik, welcher ihr Pfleger ist.« »Willst du unseren Freund verderben?« fragte Hassan. »Sureik ist der Meister aller Spitzbuben aus Irak. Ihm ist es ein leichtes, den fernsten Stern zu erreichen und den Leuten den Kahel aus den Augen zu stehlen. Um den Käufer in seinen Fischerladen zu locken, hat er einen Beutel mit 2000 Dinaren hinter die Tür gehängt und ruft immer, »Ihr Spitzbuben Ägyptens, ihr Gauner aus Irak, ihr Beutelschneider aus Persien, der Fischer Sureik hat einen Beutel voll Gold in seinem offenen Laden hängen. Versucht es einmal, ihn zu stehlen. Bisher haben aber die gewandtesten Spitzbuben sich vergebens bemüht, diese 2000 Dinare zu stehlen, denn Schellen, welche an einer seidenen Schnur befestigt sind, warnen ihn durch den Klang, sobald der Beutel, an dem diese Schnur geknüpft ist, berührt wird. Und er hat schon manchen, den auf diese Weise ertappt, mit bleiernen Kugeln, die er vor sich liegen hat, getötet oder schwer verwundet.« Dalila erwiderte, »Wer meine Tochter Seinab heiraten will, darf keine Gefahr scheuen. Übrigens wird ohne Sureiks Zustimmung meine Tochter nicht heiraten.« Ali nahm diese Bedingung an und gab ihr ihre Tauben zurück. Sobald sie fort war, baten ihn Hassan und Ahmed, sein Vorhaben aufzugeben und sich um eine andere Gattin zu bewerben. Allein er gab ihnen kein Gehör, ließ sich Frauenkleider bringen, verkleidete sich als eine vornehme, schwangere Frau und ging auf die Straße, nahm einen Esel, stellte sich dem Eseltreiber als die Gemahlin des Obersten Hassan vor und ritt mit ihm durch die Stadt, bis er an dem Laden Sureiks vorüberkam. Da sagte er zum Eseltreiber, »Ich rieche so gute gebackene Fische, dass es mich danach gelüstet. Geh und lass dir einige von dem Fischhändler geben, damit es meiner Leibesfrucht nicht schade.« Während aber der Eseltreiber bei Sureik ein Stückchen Fisch bestellte, zerdrückte Ali eine Blase voll Hammelblut, die er zu sich unter den Rock genommen hatte, und schrie, »Weh mir, meine Leibesfrucht ist dahin!« Als Sureik das Blut zu den Füßen Alis sah, erschrak er so sehr, dass er aus dem Laden in sein Wohnzimmer floh. Ali benützte diesen Augenblick, um nach dem Beutel zu greifen, der im Laden hing. Sobald aber Sureik den Klang der Schellen hörte, sprang er heraus und sagte, »Deine List ist dir nicht gelungen. Hier hast du, was dir zukommt«, und warf ihm darauf so lange bleierne Kugeln nach, bis er fern war. EA Productions.